herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Nachbarsbauern, ein neuer LS, immer noch der gleiche Nachbarn. Wir sind mal wieder in Frankreich auf der Haute Pelerin unterwegs, der Gacki natürlich und ich. Und ich habe hier meine Anhänger gerade schon abgestellt, weil ich die Erntemission quasi schon fertig habe. Und jetzt gilt es noch ein paar Sachen zu tun, aber erstmal hallo Gacki. Hallo Andi. Ich bin auch am Sachen tun. Ich habe hier schon fleißig meine Wiese gewalzt. Ah, das steht mir gleich noch bevor. Dann kann ich ja eigentlich die Walze gleich wieder stehen lassen, oder? Headset? Stelle ich dir dann aufs Eck. Headset, geht der Strom wieder weg? Nee, er hat mir die Dachhimmel des Taktors angezeigt. Achso. Jetzt nicht unbedingt fahren sehen wollte beim Rückwärtsfahren. Verständlich. Weil dann werde ich gleich noch meine Unkrautmission erledigen. Der Kollege steht ja schon bereit, die Spritze. Wir haben hier noch, mal gucken, zwei Bahnen müssen wir noch fahren. Na komm, geben Sie Gas hier. Ich muss jetzt erstmal Tüte Wasser holen für meine Schafe. Wie sieht es eigentlich bei den Gewächsen? Habe ich schon mal in die Produktionen reingeguckt? Dein Zug steht übrigens immer noch hier. Oh. Was ist denn hier los? Keine Tomaten? Keine Tomaten. Das frage ich mich auch immer. Priorität ist mal hier Priorität 9. Priorität. Das ist echt cool, mal, wenn ihr das Tomaten habt hier. So. Halten. Zuckerrüben, Schnitzel. Ein Bunkerverteiler. So, dann stellen wir die hier ab. So. Passt halt. Und okay. Weiter geht's. Achso, dann könnte ich mal schnell die Mission noch haben. Ja, 2600 Euro. Geil. Ich bin erreicht, wow. Kaki. Ja, toll. Glückwunsch. So. Ich fahre einmal hin zum Hof. Und so. Wann sind eigentlich Zuckerrüben Ernte? Ja. 40, das ist das da unten. Komm jetzt, Herzl, jetzt haben wir. Warum? So, dann machen wir das jetzt mal schnell. Das wird ja 2 Minuten dauern, die Mission, schätze ich mal. Auch so lange? Oh Gott. Das längste ist die Anfahrt, glaube ich. Heißt, muss ich auch noch Wasser holen, das mache ich aber dann später. Entschuldigt, wichtig erstmal, dass die Schafe was genug Wasser haben, dass die austrocknen. Das wäre trockene Wolle, mag die kratzt so. Ja, da muss ich rüber. Ja, toll. Könntest du mal deinen Zug wegfahren? Mein Zug. Ich komme nicht auf mein Feld. Der Bahnübergang ist zu wegen deinem Zug. Das ist nicht mein Zug. Du bist der Einzige, der hier Zug gefahren ist.
Das muss aber deiner sein. Ich hab den weggefahren, außerhalb der Karte. Er steht aber. Kannst du, glaube ich, selber einsteigen und fahren. Muss ich da selbst rüberlaufen, meine Güte. Muss ja arbeiten, Gacki. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Da sind übrigens immer noch 28.000 Liter Nudeln drin. So. War das genug Schwung jetzt hier? Komm, Schranke, geh auf. Aber was mache ich denn? Dann hoch. Zu fahren. Oh, Schranke. Ach, weißt du was? Ja, da dein Zug blockiert, kann ich ja eh sagen, über die Gleise fahren einfach. Huh. Ach doch, der tut doch auch die Räder breiter machen. Aber der geht nicht nach oben, ne? Doch, nee, der nicht. Aber geht der andere nicht auch nach unten? Nee, also ich glaube, der Hardy, die große, die geht, glaube ich, nach oben, meine ich. So ein bisschen. Ich würde echt gern sehen, wo ich hinfahre. Ja. So. Dann, probier ich mal jetzt was auf. Steht dieser Zug? Ich sehe den auf der Karte gar nicht. Hä? Ach doch, da unten. Fahrzeug einsteigen. Na, danke. Doch. Warte mal außerhalb der Karte raus. Er hat es ja, glaube ich, schon mal gemacht. Kann es sein, dass der eben wirklich die Nudeln nicht verkaufen kann und deswegen immer wieder kommt? Vielleicht musst du einfach die Nudeln wieder ins Bahnsilo zurückkippen. Ja, aber ich hätte Geld dafür bekommen. Nix wissen. Jetzt habe ich kein Geld bekommen. Aha. Okay. Was denn? Wir haben eine Formel-1-Sensation. Haas steht auf der Pole. Haas steht auf der Pole. Es regnet, die Topfahrer sind alle schon ausgestiegen, obwohl noch 5 Minuten sind wohl. Irgendwie Perez rutscht auf Intermediates rum und Kevin Magnussen auf Pole. Das heißt, das Haas-Team rahmt das Feld ein. Der eine vorne, der andere ganz hinten. Ja. Manchmal muss man halt Glück haben. Ja. Ja, 87%, ja. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja gut, aber der wird selbst im Sprint so schnell nach hinten durchgereicht werden. Ich würde lachen, wenn er irgendwie entweder den Start versaut oder irgendwo in der ersten Kurve sich irgendwie abschießen lässt oder so. Ja. Und am Ende ist Mick der lachende 20., der irgendwie durchkommt. Wer weiß, wer weiß. So, komm, 98%, 99, 100. Fertig. IZ. So, guck mal, ich habe 4.700 bekommen. Was ist das?
Weinerei. Ah. So, ab nach Hause. Sieh ich die. Das heißt, ich habe jetzt ein Viertel. Ja. Ist vor meinem Feld. Was hast du? Farbunterschied? Ich bin auf ein Viertel auf dem Weg zu meinem neuen Feld. Ach bin so. Ich schon. Finanziell. Finanziell. Ich sehe den Farbunterschied zwischen gedüngter Wiese und gedüngter Wiese halb schlecht. Boah, geht aber, finde ich. Oh. Sieht es hier schön erkennbar. So, dann parken wir den. Wo parken wir den? Hast schon wieder nichts mehr zu tun. Ich muss erstmal wieder ein bisschen aufräumen und vielleicht nochmal. Deine Maschinen mal waschen. Das wäre doch mal so ein Ding, Gacki. Das mache ich. Ich fahre doch die ganze Zeit schon immer hier durch die. Stimmt, du hast ja die Waschanlage. Stimmt, alles sauber. Ja. Ich muss noch ein paar Soja-Trinkpaletten wegfahren, zum Beispiel. Da ist noch Platz. Ui. Stellen wir den hier rein. So, guck mal. So. Ach, ich freue mich schon auf nächsten Mittwoch, wenn ich meine modifizierte Kette. Ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Aber ich gehe mal von aus, dass das klappen müsste. Setze mein ganzes Vertrauen in dich. Ja, da werde ich mich morgen hinsetzen. Oh ja, es sind nur 5 Paletten. So. Dann muss GPS halt. Also irgendwie. So sehe ich den Unterschied ganz gut, aber von. Weiter weg, sie ist gar nicht. Haben sie irgendwas daran gemacht wohl? Keine Ahnung. Oder das Feld ist jetzt einfach gemulcht. Ist gar keine Walze mehr, es ist wieder ein Mulche. Ja. Ich habe gerade eben noch einen Kommentar gelesen, den finde ich auch amüsant. Der Haas-Pressechef musste Magnussen jetzt erstmal erklären, was er jetzt alles zu tun hat. Medientermine und so, das ist glaube ich schon lange her, dass der mal irgendwie unter den Top 3 gewesen ist. Das glaube ich auch. War er das schon mal jemals? Ja, ich denke mal zu McLaren-Zeit in seiner ersten Phase denke ich mal schon, dass der mal da irgendwo unter die Top 3 gewesen sein dürfte. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Magnussen. Ich jetzt aus dem FF zumindest nicht sagen, aber das finden wir raus. Leclerc halt auf 10, das ist halt auch, da hat es sich noch, ja, aber konnte er noch ein bisschen Vorfahrt wahrscheinlich nicht, ne? Weil gucke ich gleich. Also Pole Positions hat er keine. Er ist im Rennen einmal Zweiter geworden. Das ist sein einzigster Podestplatz bis jetzt gewesen. Mhm. Im ersten Jahr mit McLaren Mercedes. Da kommen wir da mal kurz.
Das ist kein Witz. Magnussen auf Pol, Schumacher letzter. Großer Preis Brasilien. Das ist natürlich echt bitter für Schumi Junker. Ne, Leclerc 10. Magnussen, Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Ocon, Alonso, Hamilton, Perez, Leclerc. Ja. So könnte da passieren. Durchaus ein interessanter Sprint werden. Ich sag mal, ein Leclerc und ein Perez irgendwie von da hinten, die werden nach vorne wollen. Ein Magnussen wird mit allen Mitteln versuchen, vorne zu bleiben, was aber nicht klappen wird. Nee, definitiv nicht. Aber man weiß ja, wie schwer er zu überholen ist. Deswegen, ja. ich sag da mal eine Crash-Gefahr voraus. Das auf jeden Fall, ja. Aber der LKW der Formel 1 ist ja immer noch, ne, unser Fernando. Ja. Da habe ich so ein lustiges Meme gesehen vom Alonso. Quasi sein Formel 1 Auto so breit ist wie die ganze Straße und die anderen Autos halt hinten dann zu gefahren sind. Ja. Na komm. Na. Ich will hier noch eine Palette aufladen. Sind wir da schon wieder? Eier, wir brauchen Eier. Stehen bei mir auch noch ein paar, zwei Paletten, glaube ich, da. Ja, habe ich auch gerade. Ah, ich habe ja nur 200 Hühner. Nicht so. Bei dir passen, glaube ich, wie viel rein? 1000? Nee, auch, das ist ja auch ein Standardstall. Ach so, okay. Das ist ja nicht dieser, den wir auf der French Plain hatten. Da waren 1000 viele. Hier sind 180, 360. 360, okay. Ja, doppelt so viele wie ich. Ja, in meinem Unrealismus XXL Projekt passen, glaube ich, 45.000. Okay. Ich habe auch einen Kuhstall mit 11.000 Kühen. Oha. So nebenbei. Okay. Und schweinisch. Ich sag mal so, noch sind es nur 200, die drin sind. Also noch geht es. Es wird dann schon lustig werden, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. 11.000 Kühe. Da kannst du ja quasi den Kuhstall hinterm Häcksler langziehen. So ungefähr. Es regnet übrigens. Bald. Ist es dann dieser sogenannte November Rain? Juni Rain. Achso, schade. Ist der dann Purple? Vielleicht. So, elektrische Ladung. Oh, Zuckerrüben. Ah, guck mal, Zuckerrüben. Ach ja, ich wollte auch mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Lange nicht mehr in die BGA gefahren. Das Tool. Das Tool sagt, Olivenöl soll ich verkaufen und Schokolade soll ich verkaufen. Habe ich ja doch noch ein Doing für heute.
lassen. Aber das erste Feld ist auch schon gleich fertig gewalzt. Hervorragend. Ah, das geht so schön mit der Walze hier. Mhm. Haben wir sonst irgendwas zu verkaufen? Nee, noch. Was sind das? 48.000? 50.000. Der Preis ist schon wieder voll fallend. Peak verpasst, hä? Ja? 20.000 Liter. 10.000. Gulli ist Zucker, gut, der betrifft. Es wäre cool, wenn man die Liste nach. Kann man die sortieren? Nee, leider nicht, leider nicht. Das wäre geil, wenn wir da so einen Filter einballern könnten und den auf Monate legen. So. Dass es nicht fruchtabhängig ist, sondern monatabhängig, der das anzeigt. Hm. Am besten immer den aktuellen Monat oben anzeigt. Oh, wer weiß, was da vielleicht noch kommt. Aber du bist doch in so vielen Discords. Bist du zufälligweise bei dem auch im Discord? Keine Ahnung, von wem der ist. Okay. Da müsste ich nachgucken. Also es ist nicht von diesen Bekannten, die zum Beispiel diesen Produktionsinfo hat oder die anderen Erweiterungen. Da ist es nicht von. Okay, aber bevor wir uns noch weiter verquatschen, Gacki, würde ich sagen, besprechen wir den Rest nach dieser Folge ohne euch, weil ihr wieder nicht eingeschalten habt. Leute, das müsst ihr ändern. Ja, Freitagabend auf Twitch, kommt vorbei, begleitet uns den Abend über, lacht und weint mit uns. Und jetzt gibt es sogar ab Mittwochs auch noch die Förster Dullis, das sind dann auch wir zwei. Wie gesagt, einschalten lohnt sich. Bis dann, tschüss. Und ansonsten auf jeden Fall morgen um 12 Uhr YouTube, da geht's nämlich weiter. Schaut rein, Kommentare, Däumchen, Abos dalassen, nicht vergessen. So, das war's auch von mir. Tschüss, bis morgen.